So, und damit willkommen zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. Ihr seht, ich bin nicht mehr zu Hause. Bin ich ausgezogen? Nein, ich bin hier im wunderschönen München. Gut, man kann jetzt natürlich nicht so viel erkennen hier durchs Fenster. Aber ich bin in einem, ja, Hostel. Und es ist ein ziemlich cooles Hostel, wie ich finde. Weil es bietet auch Einzelzimmer, Doppelzimmer, Mehrbettzimmer. Und ich meine, ganz ehrlich, Leute, schaut euch das doch mal an hier. Die Unordnung hier könnt ihr übrigens ignorieren. Ich meine, ganz ehrlich, alles, was es braucht, Steckdosen jede Menge. Ich habe hier einen Fernseher. Handtücher gibt es umsonst, Bettwäsche, etc. Also, ich meine, das ist sogar noch ganz ehrlich. Ich finde das sogar noch besser wie in der Jugendherberge. Und in der Jugendherberge zahle ich ja schon mehr wie hier für das Zimmer. Kaum zu glauben, aber wahr. Es ist Wahnsinn. Ja, wie gesagt, ich bin in München. Der eine oder andere weiß es ja vielleicht auch schon aus dem Video, wo ich oben verlinken werde. Oder hier. Ich werde Gerhard Aktuell interviewen. Wann muss ich gucken, weiß ich noch nicht genau. Sind wir noch ein bisschen dran am Gucken wegen Terminen und so. Aber ihr werdet es ja eh dann sehen, wenn ich es hochlade. Und wie gesagt, ich hoffe, euch allen geht es gut. Ich mache vielleicht einen kleinen Daily Vlog noch. Vielleicht im Anschluss zu dem, also quasi direkt anhängend. Ob ich den heute machen werde, weiß ich nicht. Ich nehme vorsichtshalber aber meine Kamera mal mit. Vielleicht packt mich das Fieber und ich zeige euch das hier alles und so. Mal schauen. Also, ich habe euch eigentlich jetzt gut, wie gesagt. Bleibt gesund. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns draußen wieder. Ob das am selben Tag ist wie das Video, wo ich jetzt mache, weiß ich nicht. Vielleicht wird es morgen erst. Mal schauen. Also, bis dann und tschüss. So, da wäre ich tatsächlich wieder. Mal, ne? So sollte man es, glaube ich, ganz gut sehen. Ja, wie gesagt, ich bin hier im wunderschönen englischen Garten, wie man sieht, oder auch nicht. Ist richtig schön hier auf jeden Fall, kann man nicht meckern. Ist Wahnsinn. Also, das ist hier so cool. Und ja, finde ich klasse. Also, das Wetter ist super, das Wetter ist der Hammer. Ja, ich wollte euch mal so ein bisschen erzählen, wie war denn die Anreise mit dem 9-Euro-Ticket? Naja, die Anreise war, ich sag mal, eine kleine Katastrophe. Erster Zug ist soweit pünktlich abgefahren, das ist richtig. Muss ich manchmal immer wieder ein bisschen umdrehen, weil nicht, dass ich irgendwem da einen Weg versperre. Erster Zug war soweit pünktlich. Der zweite Zug aber dann. Der war dann, ich sag mal, doch relativ verspätet, beziehungsweise weil der andere Zug ausgefallen ist. Und ja, dann hatte ich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, war das so plus minus, ja, roundabout 20 Minuten, wo ich warten musste. Daraus wurde dann eine Stunde, weil der Zug komplett ausgefallen war, wegen einem Polizeieinsatz. Keine Ahnung, wieso, weshalb, weiß ich nicht, stand nicht drin. Und ja, von daher ist es natürlich ein bisschen doof. Ja, der nächste Zug kam dann. Also ich musste insgesamt, glaube ich, viermal umsteigen, wenn ich mich jetzt ganz nicht täusche. Und ja, der ja, hatte auch Verspätung. Aber Gott sei Dank hat da die Anschluss-S-Bahn nach München-Pasing gewartet. In Boeing, glaube ich, oder Boen heißt der Ort. Katastrophal, also richtig schlimm. Wenigstens hat er gewartet, weil, stellt euch mal vor, der hätte nicht gewartet. Dann wäre ich, glaube ich, erst irgendwie um 1, 2 Uhr morgens im Hostel angekommen. Und glaubt mir, das ist echt kein Scherz. Also, das ist dann wirklich nicht mehr lustig. Teufel würde ich das jetzt nicht finden. Ja, kleines Feedback zu diesem 9-Euro-Ticket. Grundsätzlich finde ich die Idee hinter diesem 9-Euro-Ticket super. Finde ich richtig gut. Aber was ich hasse, wieso hat man das 9-Euro-Ticket so gemacht, wie es ist und nicht gesagt, okay, aus diesem 9-Euro-Ticket, wir machen zwei Versionen oder erste und zweite Klasse Version oder wobei ich jetzt besser gefunden. Wobei ich jetzt besser gefunden, sie hätten das Ganze unterteilt. Und zwar, dass man gesagt hat, okay, es gibt von
dem 9-Euro-Ticket eine, ja, sagen wir mal, eine 20-Euro-Version. Und da ist auch ICE und Intercity mit drin, weil diese Regionalbahnen, die haben oft Verspätung. Warum haben sie Verspätung? Weil auf diesen Strecken, wo die fahren, oft eingleisig verfahren wird, weil die oft nur eingleisig sind. Und das ist eine Katastrophe, wo ich sagen muss, da muss die Bahn was machen, da muss die Bahn was machen. Ja, weil das Problem ist, wir müssen immer wieder auf einen, wie sagt man, anstehenden Zug warten. Und das kann es einfach nicht sein. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Und dann ist natürlich klar, dass die Bahn immer Verspätung hat. Zumindest in meinem Fall. Und der ja schon Regionalbahn aufgefahren ist, weiß, glaube ich, von was ich rede. Und ja, was soll ich sagen? Es ist halt alles nicht so. Was soll ich sagen? Nicht so leicht alles. Und von daher, ja, das wäre jetzt so mein Vorschlag zum 9-Euro-Ticket, dass man es vielleicht erhöht auf 20 Euro. Aber werten Herrschaften sind ja dran, da irgendwas am Machen, am Basteln, am Arbeiten. Und deswegen, ja, sollte das, glaube ich, denke ich mal, auch ohne Probleme funktionieren. Weil, ich sag mal, es kann einfach irgendwo nicht sein, wenn ich jetzt ehrlich sein soll, dass man das 9-Euro-Ticket, dass man das jetzt nur auf 3 Monate beschränkt. Meine Art. Klar, es sind Steuergelder, jetzt kann man natürlich auch darüber diskutieren. Ich würde es auf 20 Euro erhöhen. Oder auf 30 Euro würde ich auch noch in Ordnung finden, aber dann bitte mit ICE und so. Und wer erste Klasse fahren will mit Loungezutritt, zahlt 50 oder 100 Euro im Monat. Das ist aber immer noch billiger wie jetzt. Ja. Ja, das wäre, glaube ich, am besten. Ja, das wäre so mein Feedback dazu. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich laufe ja hier noch ein bisschen hier rum im Wald. Na, der sich hier auskennt, ein bisschen weiß vielleicht, wo ich bin in München. Und ja, wie gut habe ich die Kanne mitgenommen. Der hat richtig guten Ton. Ja, dann verabschiede ich mich. Vielleicht sehen wir uns nachher nochmal ganz kurz. Aber das waren so meine Gedanken. Und jetzt kommen vielleicht noch ein paar kleine Impressionen mit Musik. Ich muss gucken. Und sonst werde ich noch ein bisschen was im Off erzählen. Also, bis dann. Ciao, ciao und tschüss. Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen erstmal da draußen. Ich habe jetzt quasi hier ein neues kleines Zimmerchen. Das hier ist übrigens hier fürs Notebook. Ja, ist jetzt nicht besonders riesig, aber hat alles so, was ich brauche. Und ich sag mal ganz ehrlich, für den Preis, wie gesagt, also ich finde es richtig, richtig super. So. Ja, was wollte ich euch sagen? Der gestrige Tag war noch soweit ganz gut, etwa 15.000 Schritte gemacht. Und das soll einfach noch ein kurzes Update sein, dann quasi, wo ich dann im letzten Video noch anhängen werde. Ob ich nochmal einen Daily Vlog mache, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Aber heute ist Sonntag, damit ihr wisst. Und ja, dann wünsche ich euch allen alles Gute und bin gespannt und sage bis dann.